Guten Morgen, liebe alle. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Tour hier aus der Großstadt und Weltstadt Bernau. Zugverkehr Brandenburg habe ich inzwischen eingesammelt. Der kam gerade mit dem RE3. Guten Morgen. Und wir ballern jetzt gleich mit dem RE3 wieder zurück. Also er ballert zurück, ich baller jetzt erst los nach Berlin Hauptbahnhof. Dort werden wir dann den ICE 1003 nehmen. Genau. Und mit dem ballern wir nach München. Und wie es dann weitergeht, werdet ihr dann sehen. Auf jeden Fall viel Spaß mit dem Blog. Vergesst nicht ein Like und ein Abo dazulassen. Genau, wichtig. Und kommentiert, wenn es euch gefällt. Ansonsten wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Blog.
Hallo meine Damen und Herren, wir sind inzwischen mit dem 1003, C1003 mit, ich glaube, 7 Minuten Verspätung inzwischen in München angekommen. Nach ein paar Sprints und ein bisschen, naja, Verwirrung, ob jetzt wirklich die ÖBB-Lok kommt, sind wir dann jetzt im Alex angekommen. Wir haben eine pinke Lok, die blende ich euch jetzt hier einmal kurz ein. Sieht ganz cool aus, die Lok. Dann sind wir noch, oder vorher waren wir noch beim Eurocity Express, dem Astoro in der Sonderlackierung. Nick und Micha sind gerade Essen holen, deswegen sind wir jetzt hier schon mal am Abteil reservieren. Der vordere Zugteil fährt dann nach Prag. Und wir sind hier hinten, haben uns ein Privatabteil gegönnt. Da seht ihr zum Beispiel schon Fenster. Wir haben hier auch noch ein großes Fenster. Das können wir dann aufmachen. Da werdet ihr ein paar Impressionen sehen von unserer Fahrt. Vielleicht filmen wir noch den Lokwechsel in Regensburg. Und ansonsten wünschen wir euch noch ganz viel Spaß mit dem Vlog, oder? Ja, auf jeden Fall.
Grüße aus dem ICE 702. Wir sind jetzt hier am Berliner Hauptbahnhof. Beweisfoto. Im Zug mittlerweile nur noch Berliner, also Nick mit mir. Colin Moin. Haben wir rausgeworfen in Berlin-Südkreuz. Micha bereits in Erfurt. Wir fahren jetzt hier noch den letzten kleinen Hüpfer nach Gesundbrunnen und dann trennen sich auch unsere Wege. Es war, glaube ich, eine sehr, sehr schöne Tour auf jeden Fall. Ja, wir haben viel gesehen. Geil. Wir haben ein, zwei coole Leute auf jeden Fall auch getroffen im Alex. Wir hatten, glaube ich, auch eine ziemlich geile Zeit in Hof. Wir hatten ein bisschen Glück noch, was in Bamberg rumstand an Lokomotiven. Die habe ich euch entweder schon eingeblendet oder sie kommen jetzt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und kommentiert, wenn es euch gefallen hat. Und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn Captain Absturz euch auf einer neuen Tour willkommen heißt. Genau so ist es. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.